Ich schaue, dass ich möglichst an Verpackungsmaterial spare und schaue, dass ich, wenn ich nicht unbedingt fahren muss mit dem Auto, dass ich das irgendwie anders mache mit dem Radl oder Zug, Bahn, wie auch immer. Müll trennen und ja, schauen, dass ich möglichst viel mit dem Rad fahre, weniger mit dem Auto. Müllvermeidung, wo es halt geht. Früher bin ich gegangen mit den Tupperschisserl, aber das mögen sie ja überhaupt nicht mehr. Das haben's wieder, ist wieder mehr zurückgegangen. War mal ja so eine Phase, wo das gut gegangen ist. Heute stampern sie die wieder weiter, das wollen sie nicht. Wir bauen Gemüse an, wir schauen, dass wir das gut und ökologisch anbauen, dass wir Kreislaufwirtschaft haben. Ich bemühe mich, dass ich so wenig wie möglich mit dem Auto fahre, viel mit dem Radl fahre, dann Sachen kaufe, die, also regionale Sachen kaufe, nicht im Winter Erdbeeren oder Himbeeren. Dass man hier keine Plastikbeutel hernimmt, dass man die weglässt und natürlich auch mit dem Strom her, dass man da ein bisschen spart, soweit wie es geht.